Hallo meine Freunde und herzlich willkommen in diesem Video. Heute schauen wir uns vier Feldertafeln an. Und zwar schauen wir uns diesmal an, wie wir die absolute Häufigkeit, die in den vier Feldertafeln vorkommt, in relativer Häufigkeit umwandeln. Falls ihr Mathe- und Physikfragen habt oder euch für Wissenschaft interessiert, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr in meinen Discord-Server reinkommt. Link in der Videobeschreibung. Los geht's! So, wie ihr hier wahrscheinlich schon sehen könnt, habe ich hier einmal eine vier Feldertafel, wo da ein bisschen was drin steht. Und zwar, wir haben einmal ein Ereignis Junge, ein Gegenereignis von Junge bzw. Mädchen. Ein Gegenereignis schreibt man mit so einem J überstrich. So, jetzt haben wir die nächsten Ereignis und zwar bekommen Schläge oder bekommen keine Schläge wegen ihren Noten. Bestes Beispiel, Alter. Ihr könnt das auch so definieren, wenn ihr so richtige Mathe-Nerds seid. B Doppelpunkt ist gleich. Ich definiere, dass B ist gleich bekommen Schläge. B wird definiert als bekommen Schläge. J wird definiert als Jungs. Okay, und das könnt ihr auch bei den Gegenereignissen machen. Aufgabe ist es, das Ganze jetzt in relativer Häufigkeit umzuwandeln. Wir sehen hier, dass wir das Ganze in absoluter Häufigkeit haben. Wir wollen das in relativer Häufigkeit. Jetzt erinnern wir uns, relative Häufigkeit ist gleich absolute geteilt durch Gesamt. Das machen wir jetzt einmal. Wir haben hier einmal das Ereignis Junge und bekommt Schläge. Das sind insgesamt 100 Leute. Das ist die absolute Häufigkeit. Also wäre dann die relative Häufigkeit 100, die absolute durch Gesamt. Das sind 240. Jetzt gehen wir mal zum nächsten, Junge, und bekommt keine Schläge, das sind insgesamt 80. Okay, und hier genau dasselbe, jetzt ist eigentlich ganz easy, 80 durch 240, und das macht ihr jetzt überall. Das, was da steht, durch 240, ganz chillig. So, an der Stelle müsste es eigentlich reichen, wenn ich es in Brüche angibt, aber manche Lehrer wollen es entweder in Dezimalbrüche oder sogar noch in Prozente angegeben haben. Was macht ihr in dem Fall? Also, wenn ihr das Ganze jetzt in Dezimalbrüche angeben müsst, ist es ganz einfach, darüber habe ich auch schon ein Video gemacht. Brüche in Dezimalbrüche, 100 durch 240, Zähler durch Nenner, 80 durch 240. Und das könnt ihr eigentlich easy im Taschenrechner eintippen. Also 100 durch 240 wäre 0,14 Periode 6, eine bisschen blöde Zahl. Deshalb lassen wir es als Brüche stehen und so habt ihr das Ganze easy umgewandelt. Ja, meine Freunde, das war's dann auch mal mit diesem Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ihr habt daraus was gelernt. Das ist das Wichtigste. Mich würde es freuen, wenn ihr diesen Kanal teilen und abonnieren würdet und mir auf TikTok und Instagram folgt. Falls ihr euch mit anderen gerne über Wissenschaft unterhaltet oder Mathe- und Physikfragen habt, dann joint doch mal meinen Discord-Server, Link in der Videobeschreibung. Auf Wiedersehen!